Hallo Leute, willkommen hier bei meinem neuen Part Risen 1. Im letzten Part war ich ein bisschen verwirrt, wusste nicht so genau, wie ich jetzt hier mich dem Orden anschließen kann. Weil, ja, wie gesagt, ein Jahr dazwischen war und ich damals so ein Spiel gemacht habe für den Don ein paar Aufgaben und für den Orden oder für die Weißen, für die Inquisition ein paar Aufgaben. Und, hab da natürlich jetzt ein bisschen Überblick verloren. Ist mir jetzt auch egal. Ich würde sagen, wir suchen hier einen Ausgang aus der Stadt und dann nutzen wir einfach hier die Möglichkeit, über die Stadtmauer zu springen. Warum auch nicht. Und hauen einfach ab und gucken mal, was sonst auf der Insel noch läuft, ne? Ich greife mir den Plünderer. Was? What the fuck? Oh, voll halt! Nein, im nein. Namen des Inquisitors! Oh. Na ja, toll. Das war's. Jetzt kriegst du deine Strafe. Okay. What? Jetzt bin ich in der Vulkanfestung. Das passiert nämlich, wenn man draußen erwischt wird. Und da wir ja eh Magier werden wollen, lassen wir uns jetzt einfach von denen hier erwischen. Ja. Aha, ein weiterer Rekrut. Die Wachen haben dich hergebracht, weil du gegen das Gesetz verstoßen hast, nicht ja, wahr? Ja, ja, ja. Ich habe mich freiwillig gemeldet. Nee, der weiß natürlich, warum ich da bin. Ich schätze, ich hatte einfach Pech. Pech? Nun, mit Pech hat das nichts zu tun. Wärst du in der Stadt geblieben, wärst du jetzt nicht hier. Ja, das stimmt. Na schön, ich bin ein Gesetzloser. Und? Was passiert jetzt mit mir? Als Rekrut des Ordens wirst du wie jeder andere auch die Grundausbildung absolvieren. Dort wirst du im Kampf mit dem Stab ausgebildet. Danach bekommst du die Chance, die Grundlagen der Magie zu verstehen und ein Krieger des Ordens zu werden. Wozu anscheinend nicht jeder in der Lage ist. Naja, falls du für die Magie geeignet bist, werden wir dich mächtige Kampfsprüche lehren. Geh nun. Bruno, der Rekrut, wird dir deinen Rock geben und dir alles Weitere erklären. Ui. Ja, Haufen Zeug ist jetzt abgebrochen. Und ja, wir sind jetzt Mitglieder des Ordens. Wir wollten es zwar nicht, aber wir wollten es ja in Wirklichkeit schon. Und ja, wir haben jetzt ein bisschen was gesehen, wie es bei den Banditen abläuft. Wir haben es in der Stadt erlebt. Und jetzt werden wir hier erleben, was hier in der Vulkanfestung abläuft. Also es wird ein schöner, allumfassender Blick hier in die Welt von Risen. Und holen uns jetzt erstmal ein paar Informationen ein. Und dann erkunden wir hier die Vulkanfestung. Und ich freue mich, ich hab Bock. Und wir lassen es erstmal gut gehen, ne? Jetzt gibt's Informationen. Was bedeutet es, ein Ordenskrieger zu sein? Zunächst einmal bist du nur ein Rekrut. Einer von vielen. Nur wenige haben das Zeug zu einem vollwertigen Ordenskrieger. Und was ist jetzt ein Ordenskrieger? Die Ordenskrieger sind das Rückgrat unserer kämpfenden Truppe. Mhm. Sie haben eine umfassende Ausbildung im Stabkampf und sind in der Lage, machtvolle Kampfmagie zu wirken. Aber der Weg dorthin ist weit. Und du solltest dir erst einmal Gedanken um die Grundausbildung machen. Die wenigsten Rekruten kommen über sie hinaus. Ja, aber ich bin ja jetzt schon besser. Ich kann ja jetzt schon Stabkampf 3. Alter. Was ist deine Aufgabe? Abgesehen davon, dass ich mich um die neuen Freiwilligen kümmere? Ich bin der Verwalter der Vulkanfestung und damit habe ich mehr als genug zu tun. Brauchst du Hilfe? Nein. Kümmere du dich um deine Ausbildung und deine Prüfungen. Prüfungen? Was für Prüfungen? Jeder Magier wird dich prüfen und das wird schon schwierig genug für dich werden. Also höre ihnen gut zu und lerne fleißig. Das ist es, was ich von dir erwarte. Oh, so Stress. Also hier muss ich mich jetzt den Meistern ja, unterwerfen quasi. Was erwartet mich in der Grundausbildung? Du lernst dort die Grundzüge von Angriff und Verteidigung mit dem Stab. Alle weiterführenden Lektionen werden dir erst im Anschluss durch die einzelnen Meister gelehrt. Okay. Er ist ja auch ein Meister. Hast du eine Prüfung für mich? Momentan gibt es nichts, was du für mich tun kannst. So. Ja, das Schöne ist ja, wir sind jetzt hier in der Vulkanfestung. Und ich gehe davon aus, dass wir hier auch einen ordentlichen Haufen plündern können. Ja, Kleidung haben wir jetzt keine bekommen. Ach, der Bruno wird mir wahrscheinlich den Novizenrock geben. Und ja, mal schauen. Das ist der Tyler.
Oh, ein Buchständer. Bücher immer so, immer lesen, ne? Hier steht etwas. Und Weisheit gewonnen, wunderbar. Ja, die Frage, warum kriegt man Weisheit als einziges umsonst, ist einfach der Grund, dass man als Magier auch kämpfen muss. Also man muss kämpfen können, nicht nur mit Magie, sondern auch mit dem Stab und dementsprechend wäre es halt mies, wenn man erst Stab lernen muss und dann Weisheit hinterher und das, naja, wäre nicht so geil. Okay, so habe ich mir das erschlossen. Weil es einfach, man muss als Magier mehr lernen oder mehr Punkte investieren als Krieger oder so. Deswegen sprechen wir jetzt erstmal mit dem Taylor. Rekrut, hä? Ich bin nicht für dich zuständig. Geh zu Bruno. Na gut, er möchte nicht mit mir reden. Ich bin hier rüber. Also ihr seht, hier sind schon ein Haufen Truhen und so. Den Truhen werden wir uns widmen. Hier auch Schränke. Und hier ist Bruno. Und der sieht ein bisschen aus wie... Was gibt's? Meister Pallas sagt, du hast einen Rock für mich. So, sagt er das? Freaky. Ich sage, den Rock musst du dir erstmal verdienen. Feg erstmal die komplette Eingangshalle. Dann bekommst du deinen Rock. Sollen wir fegen? Naja gut, ich würde sagen, wir lassen uns hier erstmal... Wir wollen uns erstmal keinen Ärger anfangen, ne? Wo steht der Besen? Es war doch nur ein Scherz, Mann. Hier ist dein Rock. Zieh ihn gleich mal über. Kleidung erhalten. War schon mal gespannt, aber die ist bestimmt nicht so gut wie die ich jetzt hatte. Na also, passt doch. Zu dem Rock gibt's noch eine Karte, damit du immer weißt, wo du bist. Oh, sag mal, du hast dich doch nicht etwa freiwillig gemeldet, oder? Nein, die Wachen haben mich geschnappt. Tja, das nenne ich Pech. Keine Sorge, den meisten von uns ging es nicht besser. Wenn du Glück hast, bleibst du nach der Grundausbildung in der Vulkanfestung und musst nicht nach draußen. Und wenn nicht? Dann pass gut auf deinen Arsch auf, sonst bist du ganz schnell Futter für die Würmer. So ein Stress. Wo kann ich hier schlafen? Es wird das Beste sein, ich zeige es dir. Na gut, das zeigt er mir dann gleich, aber erst nochmal, wie komme ich hier wieder raus? Genau das habe ich auch gefragt, als sie mich hier reingeworfen haben. Aber keine Sorge, irgendwann werden sie das Tor öffnen. Irgendwann? Das klingt so weit weg. Nun, Meister Ignatius entscheidet, ob das Tor geöffnet wird. Also mach dich nicht verrückt, sondern sieh dich erstmal in Ruhe um. Okay, also das Tor der Festung ist auch ein Auftrag, weil wir sind hier erstmal eingesperrt. Genau wie in der Stadt auch, es ist Ausgangssperre, wie gesagt. Es dürfen nur die Ordenskrieger hin und her laufen und ja. Wer ist Meister Ignatius? Wer Meister Ignatius ist, willst du wissen? Wenn Meister Ignatius sagt, das Tor wird geöffnet, dann wird das Tor geöffnet. Er ist also der Chef. Ja. Ja, ganz genau. Er ist der Chef. Zumindest war er der Chef, bis der Inquisitor gekommen ist. Der hat nämlich jetzt das Kommando. Aber glaub mir, der schert sich nicht um uns Rekruten. Na gut, und jetzt zeig mir deinen. Dann zeig mir mal meinen Schlafplatz. Gehen wir. So, wir folgen gleich dem Bruno. Das hier ist das Tor. Das ist geschlossen, wie gesagt. Und wir müssen erst hier ein bisschen was im Spiel vorankommen, damit das Tor geöffnet wird. Ja, mal Gänge. Das ist ein Hof, hier wird gekämpft. Hey, ein neuer Rekrut. Du hast wohl gegen das Gesetz verstoßen, was? Ich? Glaub ja nicht, dass du hier machen kannst, was du willst. Hier in der Festung unterstehst du meinem Befehl. Also, besorg dir einen Stab und schwing dann deinen Hintern wieder zu mir. Verstanden? Ich bin sofort wieder da. Das heißt, ich bin sofort wieder da, Meister Bronco. Scheiße. Also ich muss mit dem auch nett sein. Ich bin sofort wieder da, Meister Bronco. Na also, hopp hopp, beeil dich. Ach, die sind immer so freundlich. Wollte ich nochmal schnell nach der Ausrüstung gucken? Oh, die ist ja viel besser. Schutz vor Hiebwaffen, Klingen, Stichwaffen. Okay, na gut. Mach's gut, Bronco. Ich gehe mit Bruno. Los, Bruno. Das hier ist der Trainingshof. Den wirst du noch zu Genüge kennenlernen. Hier findet deine Grundausbildung statt. Okay. Wie lange dauert sie? Bis Bronco sagt, dass du fertig bist. Erst danach wird Meister Vitus deine Ausbildung weiterführen. Aber lass uns mal weitergehen. Deine Kammer teilst du dir mit Hemmler. Komm, ich zeig dir, wo es ist. Na gut. Also, wenn jetzt dieses Missgeschick nicht passiert wäre und ich den Überblick in der Stadt verloren hätte durch die lange Pause,
ich kenne mich halt im erstmal speichern, bevor ich hier klaue. Äpfel immer mitnehmen. Ich kenne mich halt in der Stadt und sonst sehr, sehr gut aus. Und auch hier mit dem Don und so, das kriege ich alles wunderbar hin, das ist kein Problem. Auch nach längerer Zeit. Aber hier in der Festung habe ich bis jetzt nur einmal so angespielt und auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob es da fertig gespielt hat. Du, was ist los? Dieser Rekrut ist ermordet worden. Was hast du damit zu tun? Was ist denn jetzt los? Ich bin neu hier. Und genau deshalb bist du der Richtige dafür. Du wirst herausfinden, wer für diese Schweinerei verantwortlich ist. Du wirst hier vom Inquisitor angebabbelt, ey. Gut. Was genau ist hier passiert? Das Ergebnis meiner Untersuchung ist eindeutig. Dieser Mann wurde von hinten niedergestochen. Es gibt keine Anzeichen von Magie. Es gibt also keinen Grund, dass ich mich mit dem Fall befasse. Verstanden. Wie soll ich vorgehen? Meister Vitus wird dich in dieser Angelegenheit unterstützen. Wieso ich dann? Willst du meinen Befehl in Frage stellen? Ich will nur wissen... Du wirst tun, was ich dir sage. Und du wirst niemals wieder eine meiner Entscheidungen in Frage stellen. Du weißt, was zu tun ist. Du wirst dich darum kümmern, Rekrut. Okay, das ist also der der oft erwähnte Inquisitor Mendoza, den man auch in späteren Rissenteilen unter verschiedenen Vorzeichen wieder finden kann. Also hier liegt jetzt der tote Hemmler, eine Seemannskiste, gut, okay. Das ist deine Kammer. Schön. Tja, das mit Hemmler konnte ja niemand an. Nun, du wirst schon zurechtkommen. Ich muss auch noch... Also dann. Ja, toll. Wo bekomme ich hier einen Stab? Versuch's doch mal beim Koch. Was? Nur ein kleiner Witz. Bei Carlsen, dem Schmied natürlich. Ja, den Stab holen wir uns natürlich, obwohl ich nicht glaube, dass der genauso gut ist wie den, den ich jetzt eh schon hab. Dann fangen wir mal die Untersuchung an. Eine Pfanne und ein Dietrich. Jo. Okay, eine Wurst. Die Wurst könnte was mit dem Fall zu tun haben. Ein kleines Krautpaket. Aha! Aha, Wein, ein Bett, noch ein Bett, ein Händler oder so, der hat nur ein Küchenmesser dabei. Okay. Nee, ich will nicht schlafen, ich wollte nur gucken, ob hier vielleicht was im Bett ist. Was in dem Bett? Nee, ist auch nichts. Okay. Okay, Tatort untersuchen 2 von 3. Was könnte hier noch sein? Seemannskiste. Okay, muss ja auch hier sicherheitshalber mal drüber gucken, nicht dass hier irgendwie irgendwas versteckt ist. Staubhaufen, gut, Möhre, ist scheiße auf den Staubhaufen. Ja, na gut, ich habe jetzt hier erstmal alles durchsucht, da hatte nur ein Messer einstecken. Mal schauen, vielleicht ist es ein Special-Messer. Das ist ja ein Küchenmesser. Ach, mit diesem Messer wurde Hemmler ermordet. Guck an. Ach, das hat innen gesteckt. Nein, ich will nicht da rein. So. Hölle. Aus, Ende. So. Na gut. Also hier ist jetzt mein Zimmer mit den Toten, das kann man gut erkennen. Dreckiger Dieb, denkst du, ich bin blind? Ah, fuck. Okay, sorry, Mann, sorry. Ja, das tut keinen Spaß, ne? Ja, ja, komm. Ich wollte doch nur ein Ei klauen. Ja. Nicht ohne einen Wesen. Scheiße. Nicht ohne. Nee, das will ich laden. Automatischer Speicherstand wäre es dann, oder? 7 Minuten, 6 Stunden, 9 Minuten. Dann machen wir das mal. Heieieiei, da wollten wir hier nochmal in Ruhe ein Brot klauen und dann sowas. Okay, dann machen wir das jetzt nochmal schnell Kommst fertig. Du? Das ist auch ein Meister hier. Mit dem werden wir gleich nochmal sprechen. So, ich möchte gerne hier rein. Du, ist los? Okay, das machen wir mal. Ich bin neu. Und genau der. Du wirst. Ja, ich bin. Was ist
passiert. Dieser Mann, bla, verstanden, soll ich vorgehen. Du wirst. Du. Okay, Bruno. Danke. Ein Stab beim Koch. Geiler Witz. So, lass mich hier rein. Seemannskiste. Ist nix. Die Wurst ist bestimmt. Die Wurst hat damit zu tun. Da wurde vielleicht auch mit der Wurst ein Stück weit erdrosselt. Wein. Okay. Aber was soll denn noch sein? Ich habe ein Messer, ich habe hab das Krautpaket. Ist hier noch was? Was ist das jetzt? Seemannskiste? Okay. Ja gut, das hier klaue ich auf jeden Fall, weil da ich eben ja gesehen habe, dass ich hier die Möglichkeit dazu bekomme. Immer alles mitgehen lassen, Leute. Aber ich könnte mal schauen. Das Fleisch habe ich schon, das Huhn habe ich auch in meiner Liste drin. Oder nehmen wir doch hier. Das Brot nehmen wir nochmal rein, das Ei. Nehmen wir rein. Die Käse meine ich. Und die Apples. Ja, die Apples sind ganz wichtig. Ich brauche jetzt natürlich keine Apples, aber die Apples, die machen die Stärke hoch. Ne? So ist es halt cool. So, aber wir wollten jetzt erstmal uns einen Stock holen. Und dann mal sehen, was dieses Arschloch da, der Frongo mit mir nimmt. Der Trinke. Ah, ein neues Gesicht. Hallo. Was willst du? Ich möchte einen Stab. Ich brauche einen Stab. Na, dann wollen wir doch mal sehen, was ich für dich habe. Hier. Das Ding ist aus Eiche. Gut zu führen. Und hat einen ordentlichen Bums. Er sollte fürs Erste reichen. Wenn du trainiert hast, kannst du auch mal was mit Klinge probieren. Das ist immer und wichtig. Vergiss nicht, so ein Stab ist nur so gut wie der, der ihn führt. Immer wichtig, dass es einen ordentlichen Bums hat. Aber man kann ihn sogar nach dem Taschenmesser fragen. Das ist gut. Hast du dieses Messer schon mal gesehen? Hey, da ist ja Blut an der Waffe. Wurde damit etwa Hemmler umgebracht? Na, weiß er das? Schon möglich. Und? Kennst du das Messer oder nicht? Ja, das habe ich mal geschliffen. Das ist eins von Harlocks Küchenmessern. Bist du sicher? Willst du mich beleidigen? Klar bin ich mir sicher. Okay, mal gucken, ob ich das klauen kann. Hast du auch richtige Waffen? Was würdest du davon halten, wenn ich dir mal eine von meinen Waffen um die Ohren haue? Dann wirst du schon sehen, wie gut die sind. Schon gut. Jetzt habe ich einen schönen Richtstab vom Rücken geklaut, hat's nicht gemerkt. Okay, was gibt's hier noch? Was macht ein Schmied mit Stäben aus Holz? Hör bloß auf. Hier will keiner mit Schwertern kämpfen. Aber ich sage dir mal was. Ich bin Schwertschmied. Ich erkenne immer noch jede Klinge, die ich mal in den Händen hatte. Egal, ob ich sie selbst geschmiedet, geflickt oder nur geschliffen habe. Und niemand wird mich daran hindern, auch weiterhin Schwerter zu schmieden. Okay, also das war schon mal ganz gut, dass er das alles weiß, weil er konnte uns dann sagen, wo das Messer her ist. Das ist gut. Was hast du denn so für Waffen? Ich habe so einiges. Aber es gibt nichts umsonst. Na gut. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Alles, was du so gesammelt hast, nehme ich in Zahlung. Okay. Lass uns handeln. Jetzt verkaufen wir mal den ganzen Rotz. Also, rostige Schwerter. Gut. Die Richtlinge, die ich ihm geklaut habe. Achso, was hätten wir? Der würde 16 Schaden machen und wir laufen mit einem 46 Schaden rum. Das heißt, es wird für uns hier wahrscheinlich kein Problem werden. Den Bogen lassen wir mal. Das können wir wegschmeißen. Das ist Unsinn. Jetzt ist das Amulett. Stärke, Axtkampf. Komm, hau mal weg. Brauche ich nicht. Können wir mal hier noch das Kraut, brauchen wir nicht. So. Was ist das jetzt hier? Dickes Krautpaket. Kleines Krautpaket. Also hier wird viel mit Kraut gearbeitet. Die Zähne kommen weg. Das brauchen wir. Das hebe ich, wie gesagt, nochmal. Also habe ich irgendwann mal gehört. Die Sachen nochmal aufheben, weil ich mal glaube ich Spruchrollen draus machen. Schalen. Okay.
Er hat jetzt Stabrohlinge und einen Stabspeer. Gib mir 500 Gold. Jetzt hast du ein bisschen was in der Auslage. Das ist auch nicht schlecht. So. Von geschmieden lernen. Also wenn man. Nee, wir wollen ja Magier werden. Nee, lass mal. Aber jetzt melde ich mich hier beim Riesen. Rondo. Du sollst dir einen Stab besorgen. Das kann doch nicht so schwer sein. Ah fuck. Muss ich den Pack mit Wüstenstab auch noch behalten? Gib mir den zurück. Ja. Hab's verdient. Speichern mal, weil den Apfel da will ich natürlich klauen. Apfel. Aber ich hab schon so viele Äpfel. 30 Äpfel. Das ist auch gut. Ich hab mir einen Stab besorgt. Und? Willst du jetzt dafür einen Orden? Nicht sagen. Ja, ein Orden würde mir gefallen. Du bist noch dümmer als ich dachte. Aber warte nur. Das werden wir dir schon austragen. Du wirst jetzt lernen, wie du deinen neuen Stab richtig benutzt. Tucker, William und Kato sollen mit dir trainieren und kämpfen. Wenn sie mit dir zufrieden sind, kommst du wieder zu mir. Und mach keinen Scheiß. Ich behalte dich im Auge. Hast du das verstanden? Ich glaube, ich soll die Burschen jetzt ziehen. Ja, Meister Bocco. Na dann, ab mit dir. Und komm erst wieder, wenn du trainiert hast. Na, Kato. Sieh an, die neue. Na, Süße, darfst du auch schon mit einem Stab spielen? Lies lieber ein Buch, dann tust du dir nicht weh, Frischling. Schwör ab. Das ist gemeiner Typ. Das ist zu riskant. Wir sollen trainieren. Ich werde bestimmt nicht Kindermädchen für dich spielen. Ich habe auch Besseres zu tun, aber ich mache hier nicht die Regeln. Na schön, pass auf. Wenn du mit Tucker und William fertig bist, reden wir weiter. Okay. Und jetzt zisch ab. Das ist wohl der Kunde. Dann hau ich den jetzt erstmal aufs Maul. Ich bin William. Hast du dich auch freiwillig gemeldet? Nee. Nicht wirklich. Boah. Dann hoffe ich, dass du trotzdem dein Bestes gibst, wenn wir Seite an Seite kämpfen. Oh, der hat sich freiwillig gemeldet? Wieso hast du dich freiwillig gemeldet? Weil es etwas gibt, für das es sich zu kämpfen lohnt. Entschuldigung. Meine Eltern hatten einen Hof auf der Insel, bis diese Monster aus der Erde kamen. Jetzt haben sie nichts mehr. Zum Glück leben sie noch. Sie sind in die Stadt gebracht worden. Aber ich habe geschworen, alles zu tun, was notwendig ist, um diese Monster zu besiegen. Ja, wir erinnern uns ja, dass überall diese Tempel aus dem Boden geschossen sind. Und dementsprechend hat dann der Inquisitor quasi befohlen, dass die Stadt unter Quarantäne gestellt wird und jeder, der draußen rumläuft, wird gefangen genommen und muss hier im Orden kämpfen. Und so sind wir auch hergekommen. Ach, das ist der William, das ist der Sohn von der Tilda. Die hat uns beauftragt, ihn zu suchen und ja. Deine Mutter Tilda hat nach dir gefragt. Wirklich? Meine Mutter? Ich hoffe, es geht ihr gut. Ja, sie ist in der Hafenstadt. Ah, sehr gut. Das ist der richtige Ort für sie. Danke für diese gute Nachricht. Ja, Tilda ist ja beim Konrad. Wird zwar nicht so gut behandelt, aber wenigstens kann sie sich da was leisten. Mal was zu essen und was. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir den William aufs Maul hauen können. Du sollst mich trainieren. Tja, also dann erkläre ich dir mal, wie das hier läuft. Bei Tucker kannst du deine Stärke trainieren. Ich zeige dir, wie du mit einem Stab kämpfst. Ich bin zwar noch weit davon entfernt, ein Meister zu werden, aber für ein paar grundsätzliche Techniken wird's schon reichen. Wenn Tucker mit dir zufrieden ist, machen wir zwei einen Kampf. Und dann? Tja, dann musst du nur noch gegen Kato antreten. Na gut. Aber sieh dich vor, der Kerl ist ein ziemliches Arschloch. So, mit dem reden wir später. Jetzt muss ich erst mit den anderen umkloppen. Wo ist denn der Tucker? Sag mal. Er beaufsichtigt ja schon. Was ist das hier? Ich hab irgendwie so im Hinterkopf, das ist Tucker, ja. Hey, du bist neu hier, was? Ich bin Tucker, Rekrut der Inquisition. Haha, was für ein Hund. Also auch kein Bock. Dieselben Leute, die mich in Ketten gelegt haben, wollen jetzt, dass ich für sie kämpfe. Das scheint dir nicht zu gefallen.
Denk doch mal nach. Wenn sie uns schon zum Dienst ranziehen, dann ist die Kacke am Dampfen. Haben wir denn eine Wahl? Nein. Alles, was wir tun können, ist uns vorzubereiten. Eine Stunde Training kann den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Ja, und das Schöne ist, sie lassen ihn fegen. Er scheint ziemlich gut zu sein. Wir sollen trainieren. Gut, dann wollen wir das mal tun. Damit aus dir ein guter Stabkämpfer wird, musst du Stärke und Technik trainieren. Na gut. Ich werde dafür sorgen, dass du was auf die Arme kriegst. Und wenn du trainiert hast, machen wir einen Kampf. Dann kriegst du die Gelegenheit, mir zu zeigen, was du drauf hast. Ich will an meiner Stärke arbeiten. Das machen wir. Pass auf! Je stärker du bist, desto stärker wird dein Schlag. Na gut. Mit starken Schlägen beendest du den Kampf schnell. Das ist es, worauf es ankommt. Längere Kämpfe verschaffen dir keinen Vorteil. Du kannst dabei nur verlieren. Also, wenn du stark bist, kannst du deinen Gegner schnell fertig machen. So einfach ist das. Nicer Job. Wie kann ich meine Technik verbessern? Ach, Technik wird vollkommen überschätzt. Auf die Stärke kommt es an. Also, hilfst du mir wohl nicht dabei? Kann wohl nicht schaden, wenn dir jemand zeigt, wie man den Stab richtig hält. Ich schätze, William kann dir dabei helfen. Besser als der, Mann. Was sind die Regeln für den Kampf? Sobald wir die Arena betreten haben, geht's los. Der Kampf dauert so lange, bis einer am Boden liegt. Und wer die Arena vorher verlässt, ist ein Feigling. Das ist schon alles. Na gut. Ich will gegen dich kämpfen. Na schön, aber keine Tricks. Ich will einen ehrlichen Kampf. Und mach dir keine Sorgen. Wenn du verlierst, werden wir den Kampf wiederholen. Da habe ich ja noch mal Glück gehabt. So, das ist die Arena. Machen wir es kurz. Also bei den Partikeln sieht das cooler aus, ehrlich gesagt. Ja, ja. Na komm. Ja. Oh. Da weiche ich mir die ganze Zeit aus. Ich dachte, er macht keine Technik. Der haut nur drauf. Ja. Okay, das war's. Ups. Schnell noch klauen. Der Stab hier runtergefahren. Ja. Naja, konnte ich den Novizenstab auch noch verkaufen. So, Tucker. Das war gut. Du kannst ja doch was. Unser Training ist beendet. William ist der Nächste, gegen den du antreten kannst. Ja, das lief doch schon mal ganz gut. Das war der erste Kampf. Jetzt kann er weiterfegen und ich guck gerade mal, ob mir was gibt. Nichts. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bleibt mir gewogen. Bis dann. Euer Dan. Ciao, ciao.